jetzt oder nie, Salzbrunner TV, drum lockt euch ein. Ob groß oder klein. Hallo bei einer neuen Folge bei Salzbrunner TV. Heute zeigen wir euch, wie ihr als Schneemann bastelt. Heute bauen wir einen Schneemann. Alles, was ihr dazu braucht, sind 6 Wattepads, 1 Stück schwarzes Papier, einen Holz- oder Schaschlikspieß, eine Schere, einen schwarzen und einen orangenen Filzstift und ein bisschen Kleber. Wir fangen an, indem wir die 3 Wattepads übereinander legen und sie dann mit Flüssigkleber bestreichen. Einen Tipp: Nehmt hier Flüssigkleber und keinen Klebestift, weil sonst macht ihr eure Wattepads kaputt. Nun, wenn alle 3 Wattepads beklebt sind, legt ihr vorsichtig den Holzspieß in der Mitte auf alle 3 Wattepads und drückt ihn ein bisschen fest. Achtet darauf, dass der Holzspieß nur an einer Seite herausschaut und nicht auf der anderen. Nun nehmt ihr die restlichen 3 Wattepads und legt sie auf die beklebten und drückt sie fest. Nun braucht unser Schneemann einen Hut. Dazu nehmen wir schwarzes Bastelpapier. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen, die euch gefällt. Dann hat der Schneemann eben einen bunten Hut. Wir schneiden den Hut aus und bekleben ihn unten auf einer Seite. Jetzt kleben wir ihn auf das oberste Wattepad und kommen zum Bemalen. Auch hier könnt ihr, wenn ihr wollt, jede Farbe benutzen, die ihr möchtet. Ich benutze jetzt einfach mal schwarz für die Augen, den Mund und die Knöpfe seiner Schneemannjacke. Zum Schluss habe ich mich für eine orangene Nase entschieden, weil Schneemänner oft eine Karotte im Gesicht haben. Hier der Tipp: Wenn ihr mit den Stiften, so wie ich, auf den Wattepads tippt, könnt ihr deutlich einfacher malen. Und fertig ist der Schneemann. Hey Melissa, was machst du denn? Ich mach Sport, weil heute eine Sportaufgabe ist. Für euch. Und aufgepasst! Wir haben für euch eine Sport-Challenge. Ihr daheim könnt mitmachen. Wer am längsten auf einem Bein stehen kann, der gewinnt. Und schickt uns mit eurem Handy ein Video. Ich mache natürlich auch mit. Ich! Was soll das? Hier ist die Adresse, welche ihr uns den Video schicken könnt.
mitmachen. Und was soll das bitte? Hallo Leute, heute machen wir die Rakete von Teebeuteln. Hallo, heute zeigen wir euch ein Experiment. Aber wie ihr seht, wir sind Wissenschaftler. Also, okay, wir fangen jetzt an, oder? Aber wir fragen lieber einen Erwachsenen. Ja, Erwachsenen fragen bestimmt. Okay, was brauchen wir zuerst, Nathalie? Genau, als Vorbereitung erstmal brauchen wir immer einen Eimer Wasser, falls etwas anfängt zu brennen, damit wir das ganz schnell löschen können. Okay. Zweitens, man sollte es immer mit einem Erwachsenen machen, zum Beispiel eure Mama, Papa, Oma, Opa. Ihr braucht auch immer eine feuerfeste Unterlage. Und es darf auch nichts weiteres auf dem Tisch stehen, das stark brennen kann, oder über dem Tisch hängen, das brennen kann. Okay. Mhm. Als erstes brauchen wir Teebeutel. Da reichen einfach hier diese ganz normalen Teebeutel. Die schneidet man hier oben einfach ab und tut dann den Tee einfach wegschütten oder gleich selber zum Tee trinken aufkochen. Okay. Ihr könnt jetzt hier oben erstmal die Teebeutel abschneiden. Okay. Dann kannst du mal aufklappen. Schon. Genau. Und jetzt versuchen aufzustellen, sodass der Teebeutel gerade nach oben steht. Und dann einfach aufs Blech draufstellen. Genau. Dann schau. Dann nehmen wir das Feuerzeug. Vorsichtig, das hat eine heiße Flamme, also nicht dran fassen, sondern dann einfach nur oben dran halten. Ganz kurz. Und dann beobachtet mal, was passiert. Oben dran halten. Kurz und jetzt weg. Und jetzt beobachtet mal. Oh mein Gott. das ist cool. Dann tun wir hier die Reste auch mal wieder aufs Blech. Jetzt mach ich. Genau, jetzt mach ich. Was passiert auch dann? Was denkt ihr? Das war eigentlich cool. Ja, was denkt ihr, warum fliegt denn der Teebeutel dann nach oben? Wisst ihr, Luft kann leicht und schwer sein. Kalte Luft zum Beispiel, die bleibt unten auf dem Boden und warme Luft, die steigt nach oben. Dadurch, dass der Teebeutel in der Mitte kalte Luft aber auch hat, wird er warm, die Luft, die innen drin ist im Teebeutel, wenn ihr den Teebeutel anzündet. Dadurch fliegt der Teebeutel mit der warmen Luft nach oben, weil die warme Luft den Teebeutel mit nach oben steigen lässt. Und die kalte Luft, die bleibt unten auf dem Boden. Dadurch haben wir eine Teebeutelrakete. Eigentlich war das ganz cool. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt oder nie, Salzbrunner TV, drum lockt euch ein.